Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Warp Tour mit dem Westley. Hallo. Oder Westley oder Waschley. Das gibt gleich aufs Maul. Ich hab's auf Fresse. So, wir müssen warpen. Wir haben schon eine Viertelstunde überzogen hier. Ich habe gerade mal gestabilized, das heißt, die Alien-Angriffe sollten jetzt eigentlich aufhören. Und dann können wir uns hier auf jeden Fall vom Acker machen. Und gucken mal, ob wir es schaffen, eine Factory-Welt zu bekommen. Das fehlt uns tatsächlich noch in unserer Errungenschaftsliste. Ich habe ja mein Dings auch aus. Alter, warum sind die Robis so schnell? Was ist da denn los? Haben wir das so eingestellt? Was haben wir eingestellt? Eingestellt. Geforscht. Echt? Ich meine schon. Nicht? Ich weiß nicht. Oder ich hatte schon eine ganze Zeit lang mein Dings aus. Vielleicht habe ich das einfach nicht mehr mitgekriegt, wie schnell die sind. Ja. Bei mir dasselbe. So, das können wir einfach stehen lassen. Das geht dann weg. Das ist kein Problem. Oh, Level 60. Nice. 20 Raketen sind schon abgeschossen. So, da müssen wir jetzt eigentlich nur noch. Ist das so leise? Leise? Es kommt mir so vor. So, das noch wegmachen. Das machst du schon weg, ne? Dann gehe ich erstmal wieder in den Keller. Ja, ich mach. Ist ja noch der eine AP. Und das. Das bleibt stehen hier. Das bleibt auch stehen. Die drei Strommasten sind mir egal. Passt schon. Kann es sein, dass irgendwo ein Robi rumfliegt, weil hier immer ein Teil nicht abgebaut wird? Irgendwo ein so ein verirrter Robi, der hier nicht weiß, wo sein Zuhause ist. Nämlich in meiner Hosentasche. Oh, da steht eine Kiste. Ja, kannst du ja anzeigen lassen, ne? Was kann ich anzeigen? Warte, auf F4 ging das, ne? Und dann Show. F4. Show. Das siebte von unten. Das siebte von unten. Show Player Roberts. Aha. Da kommt da angeschlichen, der Hund. Ja, dreckige. So. Das sind sogar zwei. Ihr seid ja scheiße. Ist schon lange nicht mehr da dran. Ich will ja wieder ausmachen, das nervt mich sonst. Kann weg. So. Diese Funktion und das geht in diese. Rüber. Weißt du, wir können solchen Button drücken. Ja, drück. Klar. Machen Sie mal. Oh, warte mal. Hm? Scheiße, ich brauche eine Lagerkiste. Oh Mann. Was denn? Ich hatte gerade die Robis hier draußen noch was abreißen lassen, aber die konnten das nirgendwo hinbringen. Weil. Habt ihr keine Lagerkiste mehr? Ne, die habe ich abgerissen hier unten.
Polluted Planet. Hä? Wir haben es doch ausgewählt. Was? Ja, wir wollten auch Factory. Ja, aber wir haben ja nur eine 30%ige Chance dadurch. Ja, Polluted ist wieder hier der mit viel Aliens, ne? Ja. Greifen sie auch schon an. Aber wir warpen weiter, würde ich sagen. Ja, okay. Weil, wir jetzt mal ein Factory-Planet. Das muss jetzt mal funktionieren hier. Derzeit, oh, keine Ahnung. Ja, ich baue hier unten weiter. Ja, mach mal. Ich baue hier oben ein bisschen weiter. Alter, wie das Kupfer weggesogen wird, ne? Okay, das ist doch blöd hier. Hier ein Lager hin. Ja, ein Krempellager braucht man. So. Ja, das ist auch irgendwann alle hier, ne? Oh, da kommen aber echt schon direkt voll viele. Alter, warum? Ach, der Planet hat komplett schon eine Pollution oder was? Wenn ich hier auf Pollution gucke, da ist überall schon voll Pollution. Ich lauf mal ein Stück. Wir müssen eh gleich erstmal acceleraten und dann können wir walken. Ah, der hat komplett Pollution, der Planet, Wesley. Ja. Oder? Dann ist das so. Oder? Ja. Ich weiß nicht. Auch die Wahrscheinlichkeit kann man einstellen. Ja, Alter, ich weiß. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen Glück dabei haben. Das ist unsere Pollution, die wir vorhin schon erzeugt haben. Echt? Das sah so aus. Die ist so schnell. Krass. So. Nein, das ist, glaube ich, weil die Aliens schon so nah dran sind. Okay. Naja, gut. Können wir eigentlich noch... Warte mal, nee, können wir gar nicht, oder? Das sind Warploader. 10k, alter Vater. Wir sagen, wir machen uns mal hier bereit für Atombombe. Jetzt rast der aus. Nee, warte mal. Erstmal hier Warp Armor. Und dann können wir nochmal Energiewaffenschaden. Und dann wollten wir ja auch hier mal Artillerie-Reichweite so ein bisschen pimpen. Boah, da brauchen wir noch so viele weiße Fläschchen für. Wie haben wir denn hier? Ach ja, 6K, das geht ja klar. 6K, das geht klar. Weißt du, hast du noch welche von diesen, von den Nixie-Tubes? Ich hätte hier gerne noch eine Anzeige für die Fläschchen. Geht das? Können wir die vielleicht hier reinsetzen, so untereinander? Warte, ja, ich habe welche. Wo bist du? Wie viele Fläschchen haben wir denn? 7, ne? Für die Fläschchen? Ja. Die sind 2 Kästchen hoch. Ach so. Passt das hier gar nicht hin, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Verdammt. Gleich noch 2 hier unten. Ne, dann lass uns das hier irgendwo so zentral machen. Hier so. Und? Average, Alter. Brech im Strahl. Die Felder natürlich nice werden, ne? So ist nicht. Nein, wir warpen weiter. Wir ziehen das jetzt durch. So, warte mal, dann brauche ich. Ich mache hier einmal so ein Ding leer. Hier machen wir rot, grün, blau, schwarz, lila. Gelb und weit. So. Warte mal.
ja eigentlich nur mit dem Logistiksystem verbinden. Haut das hin? Was für ein Logistiksystem? Ich habe das Signal von den Kisten jetzt hier auf der Leitung. Ja. Nice. Warte mal, weiß 1000. Warum haben wir... Ach so, weil die hier oben drin sind. Ja, die mache ich ja immer mit der Hand darüber. Aber die müssten wir auch noch automatisch da reinknicken, aber ich weiß nicht wie. Warum haben wir fast 20.000 rot? Wo sind die denn jetzt? Hier in der Kiste sind 5.000 und hier unten sind 6.000 insgesamt. Wir müssen ja irgendwo noch eine ganze Kiste rote sein. Auch die grünen, wir haben in der Kiste auch nur 5.000. Achso, weil hier oben 10.000 drin sind, achso. Auch rote? Ne, rote. Die könnten aber theoretisch... Ne. Oder? Ne. Wo werden denn die roten hergestellt? Ach, hier. Ja gut, du hast ja hier drei Kisten mit je 2.000, ne? Sind schon mal 6.000. 6.000, dann hier die 5.000, sind 11.000. Was hast du denn jetzt gemacht? Achso. Jetzt zeigt er nur das... Genau, jetzt zeigt er nur die Kisten hier vorne an. Das so sollte es sein. Da wissen wir, was wir haben. Ich würde schon ein gesamtes Logistiknetzwerk anzeigen lassen. Ja, ich würde hier bei der Produktion sowieso nicht so viel puffern wollen, oder? Na gut, wenn die sowieso sofort wegfliegen. Komm, wir machen mal hier ein Stack rein. Oder? Ja, ja, ja. Ja, ist besser. So, und die grünen auch, genau. So, und hier oben können wir auch machen. Ja. Wie sieht denn das jetzt eigentlich mit Modulen aus? Fehlt da noch groß was? Weil Module werden jetzt hier echt gut produziert, muss ich sagen. Es geht vorwärts. Boah, wir fehlen Prozessoren. Echt. Verdammt. Aber dafür fehlen auch grüne, ne? Oh, ich brauche hier Schwefel. Ist eigentlich genug. Die blauen und schwarzen Flaschen vertauscht? Habe ich gar nicht. Was? Habe ich gar nicht. Der Wesley doch nicht. Seid ihr komplett irre? Meinst du, ich habe das nicht gesehen, dass der Lumatan das zuerst vertauscht hat, oder was? Was habe ich? Ja. Jetzt pass aber mal auf hier. Es kommt erst rot, grün, schwarz, blau. Normalerweise. Ach so, ja. Aber ich habe mal nichts gesagt. Kommt er mir so, weißt du? Von dem blauen brauche ich zwei mehr. Was? PS? Besser? Man packt da konstante Kombis hin? Ist günstiger. Kompakte Kombis? Geht jetzt nicht. Huh?
Also diese Kisten hier? Brauchst du doch gar nicht. Du hast doch jetzt die Anzeige da. Oder nicht? Ich weiß nicht genau, was er meint. Ich auch nicht. Alter, wir haben kein Kupfer mehr. Ach ja, wir müssen ja auch warpen, verdammt. Da war ja was. Achso, ich dachte, du hast schon längst gedrückt. Nein. Wir waren ja beschäftigt hier. Guck mal, das ist unsichtbar. Fuck. Jetzt ist unser Kupfer komplett leer. Wir bräuchten noch einen zweiten Kupfereingang hier unten. Wenn wir hier noch zwei Bänder Kupfer rein, das wäre nice. Ich müsste schon nur zwei Lagerkisten nehmen, hier hinbauen und das so machen. Dann wird doch immer jetzt alles hier unten. Also ich weiß nicht, was er da anzeigen soll. Was? Was? Was ist denn los, Wesley? Der konstante Kombinator soll wohl das Symbol anzeigen können. Ach so. Keine Ahnung, was da jetzt komisch ist. Ist alles irgendwie ein bisschen komisch geworden. So wie mein Zähler, der nicht mehr zählt. Produzierst du genug blaue Fläschchen jetzt hier unten, dass ich das oben wegreißen kann, theoretisch? Okay. Magma-Planet. Alter. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich habe ja gesagt, mein Zähler funktioniert nicht mehr, ne? Ja. Von meinem Uran, Kovarax-Anreicherung. Ja. Ich glaube, das liegt nur an dieser Mod Vaptorio. Wahrscheinlich funktioniert das immer noch im normalen Spiel. Nein, ich habe die geändert. Dum, dum, dum. Weißt du, ich mach die blauen Fläschchen mal ich jetzt hier oben weg, ne? Mhm. Also da ist jetzt Sense hier im Gelände. Und die grünen kann ich ja theoretisch auch wegmachen. Alles wegmachen. Alles abreißen lassen hier. Komplett. Ja, tschüss, Rakete, ne? Ja, danke. Bitte. Was habe ich getan? Bin für dich da, Wesley. Kein Problem. Tja. Alles weg, ist das nicht schön. So. Sehr cool. So, schwarze Fläschchen muss ich auch noch herstellen, ne? Ja. So. Die blauen sind weg. Und dann können wir das hier auch alles abreißen. Was willst du abreißen? Ey, das war noch voll die gute grüne Produktion. Sonst reicht es nicht schon für Module. Was? Ja, Mann. War doch nicht gut. Die hat aber genug geliefert, damit unsere Module laufen.
So. Machen wir das hier auch endlich mal ordentlich. Sehr schön. Alter, er reißt hier auch einfach mal alles ab, ne? Hast du denn hier mal eine Lagerkiste? Das ist ja nur ein Speicherwagenhaus. Dann mache ich jetzt mal ein Speicherlagerhaus raus. Ach, das ist ja... Das ist schon eins? Nee. Speicherwarenhaus? Ach so, doch. Okay. Geht immer noch Öl nach unten? Ja. Wozu? Wie, wozu? Wofür geht Öl nach unten? Öl geht doch gar nicht nach unten. Das kommt von hier oben. Was soll das da unten? Wo unten denn? Was macht das da? Hier ist oben, Wesley. Das war so angeschlossen. Ja, hier war ja auch bis vor 17 Sekunden noch eine Ölverarbeitung, die du gerade abgerissen hast. Ja, aber das geht ja auch nach unten. Das geht doch gar nicht nach unten. Unten ist doch hier. Das geht doch gar nicht hier runter. Warum ruckelt das so? Wo ist denn für dich unten? Mein Internet ist gerade im Arsch. Internet kaputt. Warte kurz. Kaputt. Dein Stream abgekackt. Sieht gerade aus, als würde der Stream abkacken. Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Magma-Welt. Also Eisenpuffer, der schmilzt auch gerade, ne? Wenn du mal hier auf der Anzeige kickst. Nicht mal mehr 1 Million, nein! Wir sind unter der Mitte. Ach du Ernst. Aber hey, 22 Rockets. Das ist gut. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich noch? Artillerie, Reichweite. Nice. Energiewaffenschaden. Können wir auf jeden Fall nochmal machen. Können wir eigentlich auch die Dinger hier fertig forschen, ne? Hörst du mich noch? Ja. Laut und deutlich und ohne Stockern. Ja, da kann ich jetzt nur noch abwarten. Du musst jetzt warten, bis das wieder läuft, oder was? Mhm. Ja, aber warum funktioniert TS ohne Probleme und dein Stream kackt ab? Ich habe gerade bei OBS eine Upload-Rate von 32.000. Was? Oh, ich glaube, jetzt geht's wieder. Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. Ein Factory-Planeten, Wesley! Es ist soweit. Ja, weil du nicht übertreibst mit deiner Geschwindigkeit. Ja, guckt ihn euch an. Können 6 Module rein. Ja, und das Ding hat 8 Ein- und 8 Ausgänge. Wie schnell ist der? 100. Also 50 mal so schnell wie einer. Ja, nice. Bringt uns das denn überhaupt wir was? Wir haben jetzt? Es geschafft. Ja, theoretisch kannst du da die Eisen direkt dran. Es gibt aber auch Montagemaschinen in der Größe. Können wir die eigentlich demontieren? Nee, ne? Jo. Ja, einfach mitnehmen. Ich muss mal auch mal hier wieder. Erstmal die Welt erkunden. Luma macht jetzt Stream an, genau. Läuft wieder, Wesley? Ja. Müsste jetzt wieder laufen.
Oh, geil, ich habe eine Vorponium-Fuel-Zelle gefunden. Nice. Hier ist eine Montagemaschine. Das ist die pixelig. Ja, hat ja auch nur 12 Eingänge. Ach nee, da sind nochmal 5. Und nochmal 5. Alter, 24 Eingänge und 8 Ausgänge. Alter. Ja, die Frage ist, was bringt uns das hier draußen? Keine Ahnung, hier ist auch noch eine. Wie willst du das denn sinnvoll jetzt nutzen, wenn es bei uns im Keller schon extrem abgeht? Ja, und das Problem ist, die sind halt echt weit auseinander, ne? Können damit leider nicht viel anfangen. Da sind viele von diesen Maschinen hier. Freunde, ich würde sagen, wir machen erstmal Feierabend. Wir überlegen uns, was wir damit anfangen und dann gucken wir mal. Hier ist auf jeden Fall nice Feld. Komm, jetzt sei noch Öl hier in der Nähe. Öl und ich bin happy. Stahl denn? Irgendwo. Das kann alles weg. Doch. Furnaces, die so groß sind? Nö, ne? So doch, ja klar. Big Furnace. Ist noch anderes? Nö, ne? Gut, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Ja. Macht's gut, haut rein. Oh, tschüss. Tschüss.